In diesem Produktfilm stelle ich euch von Martin eine neue Taschenreihe vor. Das ist der Nachfolger von den altbekannten Ballade Bag, die wir schon seit Jahren bei uns auch im Shop hatten. Das ist jetzt also hier diese FC-Reihe, die heißen Martin FC 130, 140, 150. Ist nach Größen gestaffelt. Die haben wir in zwei verschiedenen Farbtönen bei uns im Shop. Das ist hier einmal dieser braune Ton und dann haben wir hier noch eine ganz normale anthrazitfarbene Version. Die habe ich mir jetzt ein bisschen genauer angeschaut. Bin natürlich selber auch User von den alten Ballade Bag Taschen gewesen. Werden wir jetzt auch mal hier eine von den neuen nehmen, die mal ausprobieren. Alles, was ich jetzt hier über diese Taschen zeige und ganz kurz nur eben erzähle, geht natürlich für alle Größen. Ich habe die jetzt alle hier reingepackt und natürlich auch für beide Farben. Das ist ganz klar. Diese Taschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstmal extrem schick sind. Ich finde die sehr schick. Die sind sehr robust, halten also wirklich Jahre. Also die Ballade Bag Reihe, die wir hatten, die, oh mein Gott, die erste Tasche, die ich da habe, die habe ich seit 4 Jahren oder so. Da ist immer was drin, eine ganz bestimmte Kameraausrüstung, die ich immer wieder rausnehme, wenn ich da unterwegs bin. Die sind natürlich jetzt noch ein bisschen schicker. Das alte Design von der Ballade Bag ist ein bisschen, ja, ein bisschen altbacken, ein bisschen aus der Zeit gekommen, so ein bisschen. Und das haben die hiermit dann noch ein bisschen aufgeholt, inklusive natürlich jetzt auch der Tatsache, dass wir ja jetzt im Zeitalter leben, wo wir auch ein paar Notebooks mit unterwegs haben wollen, mit dabei haben wollen oder zum Beispiel auch ein iPad und so weiter. Das gab es jetzt so richtig vor 5, 6 Jahren noch nicht so, ne? Also nicht so im Fokus, vor allen Dingen auch was die Fotografie angeht. Genug geredet, ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz so ein bisschen hier die Tasche, wie die denn so genau aussieht. Schon wieder vorbei. Mein Gott, das ging ja schnell. Ja, habt ihr gesehen, die Tasche passt also sehr viel rein. Das Modell, was ich im Video vorgestellt habe, das war also die mittlere Größe, die 140er. Ich kann mal ganz kurz eben hier zum Größenvergleich, ich habe da ja so eine kleine Kamerafahrt am Tisch gemacht, um zu zeigen, wie groß die Unterschiede sind. Ich habe mal ganz kurz hier reingehalten, das ist also einmal die kleinste, die 130er, dann die 140er und natürlich haben wir dann hier auch noch die größte, die 150er und ist ja alles ein bisschen viel hier so zum Zeigen. Die zwei verschiedenen Farben natürlich auch. Hier noch einmal ganz kurz gezeigt, die anthrazitfarbene Version. Ne? Also hier war die ganz kleine 130, dann hier die 140 und dann die 150. Das sind wirklich sehr schöne Taschen, wo man alles reinbekommt. Was ich sehr gut finde, ist, dass hier auf der Unterseite auch so ein bisschen noch einmal so ein glattes Material verwendet worden ist, um zum Beispiel auch die Tasche einfach irgendwo abstellen zu können, wo es nicht so sauber ist und ein bisschen feucht ist. Jeder hat so einen, jeder kennt so einen Freund, ne? Wenn man da zu Hause irgendwo hingeht, dann macht man sich gar nicht hinsetzen. Hört doch auf. Auf jeden Fall, das ist natürlich dann dafür gedacht, auch im Outdoor-Bereich, dass man die Tasche einfach so ein bisschen abstellen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass jetzt hier der Stoff irgendetwas aufsaugt. Unter dem Video ist ein Link, der führt euch auf die Produktseite von Martin, direkt zu diesen Taschen hier und auch die neue Taschenkollektion insgesamt aus der Clever-Reihe, nennt die sich so. Die haben auch ein paar nette Rucksäcke jetzt auf den Markt gebracht und so. Wirklich schickes Zeug, großer Schritt nach vorne, hat mir richtig gut gefallen.